als ich mit Großvater durch diese wogenden Felder geschwommen bin. Von Haus zu Haus. Überall dorthin, wo man ein neues Dach brauchte. Manchmal träume ich von der Kindheit. Schön, geblümt. Aus der Kindheit erinnere ich mich meistens ans Land. Ich bin wahrscheinlich im Herzen ein Dörfler. An die Schule erinnere ich mich gar nicht. Ich erinnere mich nur an die Dörfer. Ich mochte Kühe, Hunde, Ziegen und Schafe. Zu allen anderen hatte ich eine größere Beziehung als zu meinen Mitschülern. Nach der Schule zog es mich immer aufs Land, um mich mit meinen wahren Freunden zu treffen. Ich hatte viele Hunde. Alle, die ringsum in den Dörfern bellten, waren meine Freunde. Ich kann die Träume nie malen. Das gelingt mir nicht. Die Farben sind doch irgendwie klarer. Solche Farben gibt es nicht auf der Palette. Es ist auch schwer, sich zu erinnern, was man träumt. Ich werde vielleicht irgendwann doch versuchen, die Träume zu malen. Weil es echt solche Träume, solche Bilder gibt. Wenn ich sie malen würde, würde ich wahrscheinlich eine Berühmtheit sein. Weil es solch ungesehene, unerhörte Bilder sind, die ich in keinem Museum, in keinem Druckwerk gesehen habe. Und hier sehe ich sie. Aber leider, ich male nie das, was ich träume. Wenn es Visionen gibt, dann ist es anders. Die Visionen haben irgendwie ähnlichere Farben, so wie in der Natur. Und die Träume sind wie von einem anderen Planeten. In den Träumen ist es so, wenn du zum Beispiel liebst oder eine Leckerei isst, dann ist alles spürbar. Das fühlst du mit dem Körper. Und die Vision, du kannst sie sehen, aber die Befriedigung ist nicht da. Nur Visionen. Der Körper aber bleibt unbefriedigt. Ich habe so eine Vision nie gesehen, dass der Körper zufrieden wäre. Oder dass du mit den Lippen den Geschmack oder noch etwas anderes fühlst. Und so ähnlich ist das mit den Farben. Sowohl der Himmel als auch die Hölle sind auf der Erde. Aber vielleicht jenseits des Lebens ist das richtige Leben. Und wir führen hier nur aus. Wie sagt man, für gute Taten haben wir ein himmlisches Leben. Und die anderen leiden für Sünden von jemandem. Oder für die Sünden des vorigen Lebens. Oder für die Sünden der Eltern oder der Großeltern. Ob wir echt lebendig sind, ist noch unklar. Vielleicht sind wir tot und erhalten hier nur die Strafen. Wir denken nur, dass wir lebendig sind.